Ja, hallo Stefan Mehkäfer, vielen Dank für die Zeit, die du heute für mich reserviert hast. Gerne. Es geht um dein Buch, das du geschrieben hast. Und dieses Buch heißt, warum eigentlich genug Geld für alle da ist. Und es beschreibt viele interessante Dinge und es spricht auch vieles sehr negativ an. Und ich bin der Meinung, wir müssen da vielleicht ein paar Fragen klären. Und deswegen sind wir heute hier. Meine erste Frage ist eigentlich an dich. Wie lebst du eigentlich persönlich zu Hause? Ich habe gerade ein Doppelleben gewissermaßen. Ich führe gerade zwei Leben parallel. Auf der einen Seite wohne ich auf dem Land, habe dort mit meinem Bruder zusammen und mittlerweile sind wir 11 Leute ein altes Gasthaus gekauft, was ein bisschen runtergekommen war und das haben wir saniert und hübsch gemacht und dort leben wir mit 11 Leuten, haben 1 Hektar Land und pflanzen dort Bäume und Gemüse und machen dort viel selber und leben dort ein Leben mit relativ wenig Geld, also im Sinne von nicht, dass wir arm sind, sondern wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, aber wir sind nicht ganz so abhängig vom Geld. Gleichzeitig wohne ich aber auch noch ein Stück weit in Berlin, wo ich da in einer Beziehung bin und deswegen immer alle paar Wochen auch mal da bin und ich werde dort demnächst auch einen Job anfangen und mal das normale Leben noch einmal etwas... Was für ein Job ist das? Das ist, wird eine Unternehmensberatung sein, die nachhaltig, also die letztlich ein bisschen das macht, was ich in diesem Buch mache, nämlich zu sagen, unser Wirtschaftssystem denkt Unternehmen sehr als eine Art Maschine und die, wo einfach Input und Output maximiert werden müssen. Mhm. Und wie wäre es, wenn man Unternehmen denkt wie ein Organismus und der es langfristig gut gehen möchte? Mhm. Und also da werden dann solche biologischen Bilder wie Schwarmintelligenz und sowas benutzt. Ja. Das, was ich natürlich sehr, sehr spannend finde, weil ich mich ja da auch dafür interessiere. Ne? Oder auch Schwarmdummheit, ja. Das ist natürlich spannend, weil ich mich auch dafür interessiere, die Wirtschaft etwas nachhaltiger zu gestalten. Das kann man ja auf dem individuellen wie auf dem gesellschaftlichen Ebene anfangen. Mhm. Was für mich ein sehr starker Auslöser war, ich habe mal ein Programm von der Studienstiftung und der Hertie-Stiftung gemacht, wo wir ein Jahr lang Politiker getroffen haben und Experten aus allen Fachrichtungen und sehr elitäre Menschen, sag ich mal, die mich oft nicht so richtig beeindruckt haben. Die haben sehr gerne Sätze gesagt, die man so vom CDU-Stammtisch kannte, die was mich nicht so richtig, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass dort ein Blick oder eine Vision für die Zukunft vorhanden war. Und gleichzeitig habe ich da ein Forschungsprojekt gemacht, mit dem wir untersucht haben, was Leute auf lokaler Ebene machen, um gegen die Krisen etwas zu tun und eine bessere Zukunft zu machen, eine schönere Welt herzustellen. Und da war vor allem ausschlaggebend für mich eine Reise nach Totnes, nach England, wo die Transition Town herkommt. Und insbesondere habe ich da einen Waldgarten gesehen. Das war ein Waldgarten, muss man sich vorstellen, sieht ein bisschen aus wie ein Urwald. Es gibt hohe Bäume und es gibt mittelhohe Bäume und es gibt Gemüsepflanzen und Büsche. Und alles ist mehrjährig, alles lebt langfristig. Also alles wird einmal gepflanzt und dann langfristig beerntet. Und also mit System angelegt? Genau, oder es ist mit System designt. Also nicht jede Pflanze eignet sich dafür, sondern es gibt einfach Pflanzen, die da besser mit anderen Pflanzen kooperieren oder die einfach höhere Erträge dann auch liefern. Okay. Aber der Witz daran ist, dass man da ein nachhaltiges Ökosystem hat, was langfristig überleben kann. Man hat höhere Erträge als durch normale Monokulturlandwirtschaft. Mhm. Man hat weniger Arbeit, weil letztlich zu ernten bedeutet dort zu warten. Und da ist mir klar geworden, wie wahnsinnig bescheuert unsere Art zu leben eigentlich ist. Also das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, wow, ich bin völlig davon ausgegangen, dass das, was wir tun, also das, wie wir leben und uns ernähren und also ganz grundsätzlich, dass es zumindest grob stimmt, aber das geht tiefer, als ich dachte. Ist das die Dummheit der Menschen oder ist das vielleicht auch irgendwo so geplant, so gewollt, mit einem gewissen Hintergedanken vielleicht sogar? Die Dummheit der Menschen.
Vielleicht die Unwissenheit. Mhm. Okay. So, ich meine, was wir im Moment machen, ich weiß nicht, ob wir gerade vorgreifen in dem, was du noch, worüber du noch das reden möchtest, ich. Aber was wir hier gerade machen, im Moment essen wir viele Gemüse, viele einjährige Pflanzen, also Getreide, Mais, Reis, Kartoffeln, also Dinge, die man jedes Jahr neu anpflanzt. Also das sind Pflanzen, die ein gestörtes Ökosystem voraussetzen. Man muss einmal alles roden und man muss ackern. Und von diesen Pionierspflanzen sind wir abhängig. Und das macht ja auch Sinn in einem Kontext, in dem Ökosysteme zerstört sind. Also seit es unsere Zivilisation und auch unser Geldsystem gibt, haben wir alles Ökosystem, was um uns vorher war. Also die ganzen Wälder, die jemals, die hier waren, zum Beispiel der ganze Nahe Osten und die Nordsahara, waren einmal riesige Wälder. Und wir haben das alles abgeholzt, weil einmal Holz für uns das war, was heute Öl für uns ist, nämlich eine Energiequelle. Und auf diesen zerstörten Ökosystemen wachsen natürlich kurzfristig dann auch die Pionierspflanzen, die wir dann daraufhin kultiviert haben. Also das kann man schon nachvollziehen, aber es ist jetzt im Nachhinein ein bisschen bescheuert, sodass wir das immer noch tun. Für die Kartoffel gibt es ja auch nicht wirklich einen Ersatz, oder? Es gibt viele Ersätze, also zum Beispiel... Ja, geschmacklich? Oder ist das so, dass die Kartoffel auch gut schmeckt? Ich hab nichts gegen Kartoffeln. Also Kartoffeln sind super. Okay. Aber zum Beispiel Tupinambur ist die mehrjährige Sonnenblume. Kenn ich nicht. Die kennen die wenigsten. Daher, ne? Das ist eine Pflanze, die man einmal pflanzt und die sich ausbreitet wie Unkraut, aber auch Knollen hat, ähnlich wie die Kartoffeln. Mhm. Nur dass sie einfach viel weniger Aufwand und Wartung erfordert, weil die eben einmal wächst und lange beerntet werden kann. Also das ist natürlich eine Alternative, wo man schon überlegen kann, das ist schon ganz schön. Ich komme jetzt zum ersten Teilthema, und zwar geht es jetzt ums Geld an sich, und zwar der grundsätzliche Gedanke. Also du hast im Buch ganz gut erklärt, dass natürlich das Geld ja kein Phänomen ist von der Natur geschaffen, sondern das Geld ist vom Mensch geschaffen und das Geld ist irgendwann einmal entstanden. Und vielleicht kannst du kurz erklären, wie das war in der Menschheitsgeschichte mit dem Geld. Und Geld ist entstanden historisch mitunter zuerst im Nahen Osten, als die ersten größeren Städte entstanden. Und es ist dann nicht entstanden, um den Tauschhandel zu vereinfachen, sondern es ist entstanden als große Palastkomplexe und große Tempel, Ressourcen intern hin und her verwalteten. Also das lief konkret so, wenn ich dort für diesen Palast gearbeitet habe, dann habe ich dort ein Guthaben bekommen. Und mir aufgeschrieben wurde, okay, der Stefan hat gearbeitet und bekommt dann dafür einen Schekel. Und ein Schekel war definiert als, ich glaube, es waren 30 Einheiten Getreide, also ja, als etwas zu essen. Mit anderen Worten, das erste Geld, was wir haben, war Guthaben. War etwas, was wie auf einer Bank heute festgestellt wurde und festgeschrieben wurde, so und so viel Guthaben. Und mit diesem Guthaben wurde dann getauscht. Man konnte zum Beispiel überall anschreiben lassen und sagen, hier, das ist jetzt, ich mit meinem Guthaben zahle ich. Es ist ganz interessant, dass damals tatsächlich dieses Guthaben gedeckt war durch Silber. Also Silber wurde auch benutzt, um dieses Guthaben kein Gold zu bewerten. Gold war da. Es gab damals, soweit ich weiß, gab es dort wesentlichen Legierungen zwischen Gold und Silber. Also es wurde damals noch nicht, gab es glaube ich keine Technik, die zu trennen. Bin ich mal, ich sag gar nicht so tief drin, aber ich glaube Gold kam später richtig ins Spiel. Ja. Eine gute Frage, das werde ich mal verfolgen. Aber es gab interessanterweise keine Münzen. Also Münzen ist etwas, was diese Palastkomplexe gab es ungefähr 3000 vor Christus. Münzen fingen erst... Aha, das waren also nur Aufzeichnungen. Es waren wirklich Aufzeichnungen, Lehm- und Tontafeln. Und daraus entstanden irgendwann dann auch dann die Münzen, ne? Genau, Münzen kamen dann im antiken Griechenland ins Spiel oder in Kleinasien, um dann, wo letztlich
zu Zeiten, wo diese Palastkomplexe nicht mehr funktionierten oder wo die zerstört oder erobert wurden und dann eben nicht mehr eine zentrale Einheit akzeptiert wurde, um dieses Geld, was halt eben dieses Guthaben ausgeschrieben wurde, sondern lieber Münzen benutzt wurden, etwas, was halt eben regional übertragbar war. Ja, diese Münzen wurden genutzt, eben um Handel zu betreiben, ne? Ja. Genau. Okay, und irgendwann gab es dann auch noch den Geldschein, ne? Irgendwann. Ja, man kann doch mehr zu den Münzen sagen. Ja. Also die es gibt da verschiedene Theorien, warum die zuerst eingesetzt wurden. Eine besagt zum Beispiel, die von David Graeber, glaube ich, kommt, oder die ich zumindest von ihm habe und die ich recht einleuchtend finde, ist, dass die von Herrschern benutzt wurden, um Heere zu organisieren. Also wenn man nämlich Folgendes macht, wenn man Gold erbeutet und daraus Münzen prägt und diesem einen Wert zuordnet und damit Söldner bezahlt und dann von unterworfenen Gebieten eine Steuer fordert und sagt, jeder Einwohner muss mir pro Jahr eine Münze zurückzahlen, dann hat man ja relativ einfach und viel Aufwand organisiert, dass die unterworfenen Gebiete die Söldner akzeptiert versorgen. Ja. Genau. Und also deswegen offenbar oder scheinbar haben sich Münzen weniger aus Nettigkeit ausgebreitet und weniger um den Handel zu vereinfachen, sondern aus praktischen Gründen, um unterworfene Gebiete zu verwalten. Okay. Geld ist eben nicht ein Ding, Geld ist nicht Gold, sondern Geld ist Versprechen. Geld ist Guthaben. Geld ist, wenn andere mir glauben, dass ich ihnen etwas geben werde. Also letztlich, wenn ich jemandem einen Gefallen getan habe und ein Guthabe bei jemandem, das ist die ursprünglichste Form des Geldes. Dass jemand sagt, okay, du hast für mich was getan, dann tue ich was für dich zurück. Und letztlich, Banken tun auf einer gewissen Ebene nichts anderes. Sondern die geben dir einen Kredit, wofür du sagst, ich werde in Zukunft zurückzahlen, ich werde irgendwem in Zukunft was Gutes tun, etwas, wofür du mir Geld gibst. Und dafür bekomme ich eben heute Geld. Also Geld entsteht, dieses Versprechen, dieses Geld zurückzuzahlen. Also, soweit ich weiß, gab es schon in diesem antiken Mesopotamien auch schon Zinsen. Und zwar sind Zinsen etwas, was durch Unsicherheit entstanden ist. Normalerweise ist es so, wenn ich etwas vorhabe, wie zum Beispiel eine Ware zu kaufen, um sie woanders zu verkaufen und damit Gewinn zu machen, ist es ja eigentlich, und du mich kennst, mir vertraust und das Geld hast, dann würdest du ja normalerweise sagen, okay, dann gib mir eine Gewinnbeteiligung. So, wir teilen uns das Risiko und dann geht das schon. Und Zinsen macht ja eigentlich erst Sinn zu nehmen, wenn man eben dem Gegenüber nicht vertraut. Man sagt, ja, vielleicht veruntreust du mir das, vielleicht machst du irgendwas davon. Ja. Ich teile das Risiko nicht mit dir, sondern du bekommst das Geld und egal was passiert, du gibst mir mehr davon zurück. Das sind deswegen, soweit ich weiß, kommen die Zinsen relativ schnell auch mit diesem Guthabengeld auf den Plan. Und früher historisch waren die Zinsen auch viel, viel höher als heute. Also im Mittelalter und auch in der Antike gab es oft Zinssätze von 10-15% und mehr. Also also Zinsniveaus, die wir heute als absurd betrachten würden. Ja gut, das Zinsniveau von heutzutage ist ja auch, glaube ich, mal nachgewiesen worden, war noch nie so niedrig in der Menschheitsgeschichte wie eben aktuell. Ja. Okay. Vielleicht noch ein anderer Gedanke, der auch im Buch thematisiert wird. Wie hat denn das Geld die Denkweise der Menschen verändert? Also war der Mensch grundsätzlich eigentlich von seinem Charakter und von seinem Verhalten her anders wie nach Einführung des Geldes? Boah, das ist eine sehr, sehr generell gezielte Frage. Also das Menschenbild irgendwo, ne, hat sich doch irgendwie, also im Buch wird es auf jeden Fall so beschrieben, hat sich verändert durch die Tatsache, dass eben Geld da ist. Also es geht nicht nur um den Gefallen, den man jemandem tut, sondern man hat das Geld und will auch das Geld irgendwie horten für sich, weil es ja auch knapp ist. Und von daher hat das irgendwie dann auch langfristig dazu geführt, dass die Menschen sich anders entwickelt haben von ihrem Verhalten her. Ja. Und negativ wahrscheinlich. Ja. Ich muss kurz überlegen, welche Episode ich jetzt davon erzähle. Da kann man mehrere Dinge zu sagen. Also, als das Geld
auf den Plan tritt, verändert sich plötzlich die Moral. Also während zum Beispiel beispielsweise das Wort Sünde und Schuld ist etwas, was mit dem Geld zusammenkam. Also in dem Alten Testament wurde beispielsweise Sünde eher betrachtet als eine Verfehlung, als einen Fehler, den man gemacht hat, so, aber shit happens, also ein Fehler, der eigentlich wieder gut zu machen ist. Mit dem Geld hingegen wurde plötzlich, kam eine andere Konnotation da rein, nämlich eben die Schuld, etwas, was man wieder gut machen muss, etwas, was man sühnen muss, etwas, was man zurückzahlen muss. Also es entstand plötzlich die Idee der ausgleichenden Gerechtigkeit, so, du hast was falsch gemacht und deswegen musst du es wieder richtig machen oder deswegen kriegst du jetzt einen auf den Latz. Das hat sich verändert mit dem Geld und auch das allgemeine Menschenbild hat sich verändert. So, während man vorher bei einem Geschenk hier nur schwer sagen kann, ob jetzt ein Gegengeschenk angemessen ist und ob es okay ist, wenn du mir, also ich habe dir einen Gefallen getan und du schickst mir einen Gefallen zurück. Das ist ja nicht immer etwas Verhandlungssache und immer etwas offen, was jetzt, wo jetzt da ein Profit entstanden ist. Also Geld hat auch Dinge ganz einfach messbar gemacht. Also auch vielleicht, wenn man was kauft, dann weiß man genau, was man zahlen muss dafür. Also es wurde eben ein bisschen abstrahiert, das Ganze. Ja? Genau, bei einer Schuld ist klar, wann diese Schuld beglichen wurde. Also mit dem Geld, also auf einem Markt gibt es wirklich klare Gewinner und Verlierer und man hat eine klare Zielvorstellung, wo man gewinnen kann. Also während man vorher bei so einer Schenkungswirtschaft, wenn wir in einem Dorf sind und ich hau dich öfter übers Ohr, dann werden irgendwann Leute aufhören, mir Geschäfte zu machen. Das ist natürlich in einem Markt, je größer der ist und je anonymer und unpersönlicher er ist, desto eher haben Leute natürlich den Anreiz, einfach andere Leute übers Ohr zu hauen. Okay. Ja, ist das deine ideale Vorstellung, diese Schenkungsgesellschaft? Also das ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Boah. Das ist meine ideale Vorstellung. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist erstmal, das ist das, wo wir herkommen. Okay. Wir kommen erstmal, also anthropologisch haben wir 95-99% der Menschheitsgeschichte haben Menschen in kleinen Einheiten von 50 bis 150 Einwohnern gelebt, wo jeder jeden gut kannte. Genau. Also mit dem Geld tauchten auch zum Beispiel Begriffe, die vorher anders benutzt wurden, tauchten in anderen Kontexten aus. Zum Beispiel in China gibt es das Wort Li, was letztlich einen Mehrertrag bedeutet. Ging also im Sinne von, ich sähe Reis und bekomme mehr Reis zurück. Ja. Diesen Mehrertrag wird plötzlich überall benutzt. Also im Sinne von natürlich wirtschaftlich, also wenn ich einen Gewinn erziele, einen Profit, aber auch militärisch. Zum Beispiel, wenn ich angreife und dafür Menschenleben verliere, aber dafür so und so viele Sklaven bekomme, dann habe ich natürlich einen Mehrertrag gewonnen. Also als Ziel auch von allem, der Mehrertrag. Ja, mit dem Geld begannen Leute mehr in dieser Form zu denken und einfach letztlich sich auf diese Zahl, auf den Profit zu fokussieren. Und natürlich, das ist natürlich die Sache, wenn du nur auf den Profit achtest und alle anderen Sachen ausklammerst, dann neigst du dazu, ein weniger netter Mensch zu werden. Okay. Deswegen mit dem Geld, denke ich schon, sind Leute einfach nicht nur netter geworden, sondern das Menschenbild, das eigentlich letztlich alle nur ihren eigenen Nutzen und ihren eigenen Ziele verfolgen, ist mit dem Geld entweder gekommen oder wurde stärker dadurch. Okay. Ich zitiere jetzt aus dem Buch einen Satz, und zwar lautet dieser Satz: Das Geld uns zahlbaren Reichtum gegeben hat, aber unzählbaren genommen. Wie genau meinst du das? Also, du musst ein bisschen ausholen. Der Kern von unserem Geldsystem ist, dass wenn ich einen Kredit gebe und der verzinst ist, dann bedeutet das, dass ich mehr Geld zurückbekommen möchte, als ich genommen habe. So. Das Problem ist natürlich, gesamtgesellschaftlich gesehen, heißt es, dass es nicht genügend Geld gibt, um alle Schulden zu bezahlen.
So, weil der Zins auch immer die Summe des Kredites erhöht. Genau, so immer es muss immer mehr Geld zurückgezahlt werden, ja, um die Schulden zu tilgen, als eigentlich an Geld durch diese Kreditvergabe entstanden ist. Ja. Und das wiederum bedeutet, dass eine systematische Knappheit entsteht. Dass ja. alle Menschen gucken müssen, okay, wie kann ich jetzt mehr Geld machen? Wie kann ich mehr Dinge zu Geld machen? Deswegen ist Wachstum ja auch so wichtig. Deswegen ist Wirtschaftswachstum so wichtig. Und deswegen ist Wirtschaftswachstum auch eine zweischneidige Geschichte. Denn Wirtschaftswachstum bedeutet nicht einfach nur, dass mit einmal neue Reichtümer und Güter und Dienstleistungen aus dem Nichts erscheinen, die vorher nicht da waren, sondern es heißt auch, dass eben Dinge, die vorher umsonst waren, plötzlich käufliche Güter werden. Also beispielsweise gab es früher zwischen den Dörfern die sogenannten Almenten, also Wälder und Weiden, die einfach kollektiv bewirtschaftet wurden und allen gehört wurden und auch kollektiv verwaltet wurden. Also ich konnte nicht überweiden und übernutzen, weil sonst hat mir die Dorfgemeinschaft die Leviten gelesen. Und mit der Geldwirtschaft oder mit der Neuzeit wurden und der Notwendigkeit, immer wachsende Kredite zu bezahlen, wurden die systematisch eingefriedet. Also kamen Leute an und haben einen Zaun aufgestellt und gesagt, Leute, das ist jetzt meins, ihr könnt es aber zurückmieten. Dann wurden Dinge, die vorher ein Reichtum waren, ein kollektiver Reichtum, der auch nicht gezählt wurde, wurden plötzlich zu einem Reichtum, der nur für Geld da wurde und deswegen zahlbar wurde. Ja. Also auch messbar, der Wirtschaftsleistung. Genau. Ja, das ist natürlich bei so kollektiven Sachen so. Ich meine, zum Beispiel die Dienstleistungen der Wälder oder das Ökosystem, so alle Dinge, die noch nicht oder die nur begrenzt kommerzialisiert sind. Wie misst du das? Okay, ein nächster Punkt zum Geld ist das Vertrauen ins Geld. Das wirkt auf mich unerschütterlich, das Vertrauen in Geld. Und letztendlich basiert das Geld, wie in deinem Buch auch schön beschrieben, einfach nur in dem Vertrauen, dass ich mit dem Geld auch irgendwo hingehen kann und jemand mir für das Geld auch irgendetwas verkauft, weil der wiederum davon ausgeht, dass das Geld werthaltig ist. Also es ist ein Vertrauen in Geld, das trägt sich irgendwie selbst. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so stabil ist? Dieses Vertrauen? Warum ist es so stabil? Also es klingt ja eigentlich eher, naja, wenn man drüber nachdenkt, klingt es ja nicht so vertrauenserweckend grundsätzlich. Ne? Also Geld ist ja in unendlicher Menge schöpfbar und ist ja auch in einer sehr großen Menge in der Welt unterwegs. Ja. Und trotzdem verändert sich aber an diesem Vertrauen, dass man eigentlich davon ausgehen kann, Geld kann man jederzeit und immer wieder dafür einsetzen, Dinge zu kaufen. Inflationsrate ist ja auch nicht sonderlich hoch. Das wirkt auf mich sehr stabil, dieses Vertrauen. Und denke, fast schon unerschütterlich. Das scheint ein gutes Stück weit daran zu liegen, dass einfach so viele Dinge schon für Geld erhältlich sind. So, im Moment leben wir in einer Gesellschaft, wo, wie gesagt, früher waren viele Dinge umsonst, eben Land und Zeit waren eher im Überfluss vorhanden. Und heute ist es so, dass jeder Geld braucht zum Überleben. Hm. Und da jeder Geld zum Überleben braucht, ist auch klar, dass jeder das Geld annehmen wird. Insofern ist das eine self-fulfilling prophecy. Wir brauchen Geld und deswegen nimmt es auch eben jeder an. Also das heißt, es müsste erst eine Ersatzwährung geben, in die man flüchten könnte, um dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich vertraue jetzt dieser Währung nicht mehr, ich traue nur noch dieser Währung. Ja, ich denke, das Paradoxe ist auch, dass das Vertrauen des Geldes ist ja gerade selbst kommerzialisiert. Also Geld scheint... hat mit in seinem jetzigen, also das Geld ist im Moment so angelegt, dass es immer wachsen muss, dass immer mehr Dinge, die eben immer mehr Dinge käuflich werden und immer mehr Dinge kommerzialisiert werden. Und ich glaube, im Moment sind wir in der interessanten Situation, dass das Geld sich selber frisst, sich selber kannibalisiert. Okay, also der Grund, warum Geld knapp ist, liegt am Zins. Das heißt, wir haben ein gewisses Volumen an Kapital. Und das ist ja auch so, dass wir auf der einen Seite Kapital, also Guthaben haben, auf der anderen Seite haben wir Kredite. Und die Kredite sind verzinst, in der Regel höher verzinst als Guthaben. Und daher ist das Geld systematisch knapp. Das kann man kurz vielleicht so zusammenfassen. Ja. So, was ist jetzt die Alternative? Also müssen wir auf den Zins generell verzichten? Ist die Entwicklung hin zum Negativzins für dich positiv zu werten? Und wenn wir keinen Zins mehr haben, wie können wir dann unterschiedliche Risiken bepreisen? Also erstmal ist die
Entwicklung zu einem negativen Zins eine ganz natürliche Entwicklung. Denn wir leben in einer Wirtschaft, in der fast alle freie Geschäftsmöglichkeiten ausgenutzt sind. Fast alle Ressourcen sind privatisiert, so jegliche Wachstumsmöglichkeit, jede Möglichkeit mehr Geld zu generieren, ist ausgeschöpft. Und wenn der Zins letztlich impliziert, dass wir mehr Geld machen und neue Geschäftsmöglichkeiten ausloten, dann ist es irgendwann unmöglich, Zinsen zu verlangen. Und deswegen ist es ganz normal, dass gewissermaßen der Zins gerade bei Null liegt. Ja, aber gerade die Wirtschaftsteilnehmer, die vielleicht gar nicht so viel Geld haben, zahlen ja den höchsten Zins. Ist ja grundsätzlich ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, das stimmt. Ja, okay, aber was kann man dagegen tun? Also kann man jetzt zum Beispiel in einem Land wie Griechenland, wäre es da sinnvoller, denen das Geld praktisch zinslos zu geben im Moment? Wir könnten ganz grundsätzlich erstmal fragen, warum Geld eigentlich knapp sein muss. Warum muss es so sein, dass wir kollektiv immer um eine begrenzte Ressource konkurrieren? Ich meine, klar, Geld darf nicht überflüssig sein. Ich meine, wenn wir jedem jetzt 1 Million Euro ständig auf ein Konto geben würden, dann würde natürlich Geld wertlos werden. Das ist schon richtig. Also Geld kann nicht überflüssig sein. Aber warum muss systematisch zu wenig da sein? Das macht doch gar nicht so viel Sinn. So, wie wäre es als Gegenvorschlag, wenn wir jedem Menschen einfach monatlich 1000 Euro aufs Konto überweisen würden? So, jeder Mensch würde zum Beispiel ein Konto bei der Zentralbank bekommen, wo einfach als Geldschöpfung durch die Geldschöpfung. Also Thema Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen, genau, eine Art Helikoptergeld. Ah ja. Und, ja, also Grundeinkommen ist sowas wie Helikoptergeld für dich. Naja, das kommt ein bisschen drauf an. So, das Grundeinkommen ist ja die Überlegung, dass es regelmäßig kommt. Ja, und Helikoptergeld ist eher einmalig gedacht. Die, ne? So habe ich das Helikoptergeld bisher verstanden. Ja. Aber letztlich ist das ja. Ist so, aus dem Grundeinkommen sagt erstmal noch nicht genau, wie das finanziert wird. Das Grundeinkommen könnte theoretisch auch über die Anhebung von einigen Steuern gemacht werden. Und die Überlegung, das natürlich durch die Geldschöpfung und dieses Helikoptergeld zu machen, finde ich eine total elegante. Weil Geld ist ja nur etwas, was wir einfach herbeizaubern können. Warum es nicht dort entstehen lassen und dort hingeben, wo zu wenig da ist, wo die Leute wenig haben? Und dann kommen wir zum Zins. Wenn wir das natürlich machen und allen Leuten Geld einfach auch aufs Konto geben, dann würde natürlich die Geldmenge immer weiter ansteigen, wenn wir nichts weiteres machen. Weil einfach, wenn wir jeder Mensch monatlich 1000 Euro hat, dann heißt es, dass es pro Kopf Geldvolumen pro Monat um 1000 Euro ansteigt. Was wir machen könnten, wäre es negativ zu verzinsen. So sagen wir so minus 10% im Jahr. Für alle? Für alle Guthaben, die es auf dieser Bank gibt. Das sind wir auch bei dem Thema ungleiche Vermögensverteilung. Ich glaube, damit kann man eventuell auch diese Problematik angehen. Also ich denke, das ist auch in diesem Konzept mit enthalten, dass natürlich auch größere Voluminas an Vermögen durch einen Negativzins nach und nach verschwinden oder beziehungsweise zurück in den Wirtschaftskreislauf fließen. Ist auch das der Hintergedanke davon? Ja, richtig. Okay. Gut. So, darum geht's jetzt nicht zu sagen, so, dass man nicht reich sein kann, sondern auch wenn es jetzt ein Grundeinkommen gibt und Barvermögen an Wert verlieren würden, ist es immer noch möglich, durch Arbeit viel, viel Geld zu verdienen oder ein tolles Unternehmen zu gründen, was mit dem man dann ganz reich wird. Also das kann immer noch funktionieren. Also aber im Moment gibt es einfach noch das Geschäftsmodell, dass ich sehr, 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 sehr viel Geld habe und das Verzins verleihe und auf diese Weise dieses Geld immer mehr wird. Und das ist natürlich etwas, was gesellschaftlich einfach nicht cool ist. Und da dieses Vermögen langsam abschmelzen zu lassen oder zu sagen, hey, du musst das jetzt vernünftig investieren und du kannst das vielleicht bewahren vor dem Schwund, aber du kannst nicht mehr Geld mit deinem Geld verdienen, du kannst nicht andere für dein Geld arbeiten lassen, ist, glaube ich, die netteste Variante, dieses Problem zu lösen. Also es ist definitiv netter, als Leute zu enteignen oder zu teeren und zu federn, wie das manche andere vorschlagen. Ja, und das Problem, dass dann derjenige mit viel Geld dann eben investiert in Immobilien und Grundstücke? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Boah, da machst du echt ein Fass auf. Also so. Ja. Das ist der dritte Teil von dem von dem Grundeinkommens oder dem Geldsystemvorschlag, den ich vertrete. Und es gibt andere, die auch legitim sind, möchte ich auch noch dazu einwerfen. Da müsste schon die auch unmöglich machen, Geld. Moment.
mein Vorschlag zielte darauf ab, dass du nicht mehr mit dem Besitz von Geld mehr Geld machen kannst. Und das Gleiche muss für den Besitz von Immobilien oder Ressourcen gelten. Mhm. Also den Vorschlag, den ich jetzt konkret habe, ist zu sagen, wie wäre es, wenn wir einfach den Einsatz von allen Ressourcen und Immobilien begrenzen. Wenn wir einfach sagen, so unsere Wirtschaft verbraucht pro Jahr, ja, da hat das Recht, so und so viele Tonnen Fisch aus der Ostsee zu fangen und so und so viele Hektar Wald oder so viele Bäume zu fällen und so viele Häuser in Berlin zu vermieten oder so. Okay. Und dann werden die Rechte dafür versteigert. So mit Antworten, wenn ich jetzt aus dem Kohle, aus dem Boden hole, dann bekomme ich nicht mehr das Geld einfach, weil ich der Besitzer bin von dieser Kohle, sondern ich muss das Recht, diese Kohle rauszuholen aus dem Boden, bezahlen. Muss ich mir erkaufen. Pro Jahr. Genau. Mit anderen Worten, die ökonomische Rente, wie Ökonomen das sagen, würde dann an die Allgemeinschaft, an die Gemeinschaft gehen. Auf diese Weise wäre es eben nicht mehr möglich, das ganze Geld zu nehmen und eben in Kohle zu investieren und diese Kohle aufzukaufen oder eben Immobilien zu investieren. Also auch der Besitz von Immobilien müsste ich mir praktisch dann immer wieder neu, das Recht müsste ich mir immer wieder neu kaufen dann. Das Recht, mit Immobilien Geld zu machen, müsste ich mir erkaufen. Und wenn ich nicht mehr bezahle, dann könnte ich auch die Immobilien nicht mehr nutzen zum Vermieten. Genau. Also eine Art Leasing-Modell. Ja. Ich lease also etwas, um es zu nutzen, und wenn ich es nicht mehr bezahle, dann muss ich es zurückgeben. Das ist jetzt ein bisschen Verhandlungssache, ob man das bei den eigenen Sachen macht. Also ich denke, wenn ich selber eine Immobilie besitze, ich denke, das sollte gewissermaßen Teil des Grundeinkommens sein. Ich denke, dafür sollte man nicht bezahlen müssen, wenn ich sie selber bewohne. Ja. Aber wenn ich Geld damit mache, dass ich diese Immobilie an andere vermiete, so ist es ist okay, die Dienstleistung des sich um ein Gebäude kümmerns, sich bezahlen zu lassen. Aber einfach nur, weil ich das Gebäude besitze, dafür Geld zu machen, das ist gesellschaftlich einfach sehr, sehr fragwürdig. Okay. Nochmal zum Thema Grundeinkommen. Also ich finde das Konzept letztendlich auch sehr interessant, weil wir ja auch davon ausgehen können, dass viele Menschen nicht deswegen arbeiten gehen, weil es so viel Spaß macht, sondern weil die einfach das Geld brauchen. Was ist für dich der Hauptvorteil für die Menschheit, für die Bevölkerung, wenn es Grundeinkommen geben würde? Da gibt es so viele Vorteile. Der Hauptvorteil ist, glaube ich, dass wir im Moment konditioniert durch diese permanente Mangelsituation. Wie gesagt, im Moment ist immer niemals genug Geld da und immer deswegen sind wir unser ganzes Leben darauf getrimmt, etwas zu verdienen, von dem ja letztlich eine Knappheit besteht. Ja, wir passen ja auch unseren Lebensstil immer entsprechend an. Ne? Wenn man dann 2000 Euro verdient, 3000 Euro verdient, 4000 Euro verdient, passt man irgendwie seinen Lebensstandard diesem Einkommen an und merkt plötzlich, okay, es könnte doch ein bisschen mehr sein. Das heißt, man bringt sich selbst damit auch immer wieder in die Situation, ich muss ja in dem Job weiterarbeiten, den ich vielleicht gar nicht so mag. Ja. Also für mich ist der Hauptvorteil eigentlich wirklich der, dass man sich darauf konzentrieren kann, was man vielleicht am liebsten auch tun würde. Ja, ja, dahinter steht auch wirklich ein Menschenbild. So, ja. In unserem jetzigen Wirtschaftssystem geht implizit davon aus, dass die Menschen eigentlich faule Säcke sind und eigentlich nichts tun wollen. Mhm. Und deswegen müssen sie getrimmt werden zur Arbeit. Wenn ich jetzt nicht arbeite, dann bekomme ich kein Geld. Wir haben ja immerhin noch das Glück, dass wir ein Sozialsystem haben, aber auch hier kommt dann das Jobcenter und sagt, du musst jetzt eine Gabelstapler-Ausbildung machen, sonst bekommst du kein Geld, und es kommen eine fiese Sanktion nach der nächsten, wenn ich nicht genau spure. Und ich glaube, das spricht tatsächlich einfach nicht der Natur des Menschen. Ja. So, also wenn jemand mal eine Zeit lang mal einfach Geld bekommt und nichts zu tun hat, die meisten beginnen ja relativ schnell sich zu langweilen. Ich meine, das ist oft, viele legen dann mal, es gibt ja zum Beispiel gerade dieses Beispiel, wo Grundeinkommen verlost werden, wo Leute ein Jahr lang Geld bekommen, und es gibt die ein oder anderen, die am Anfang erstmal die Füße hochlegen und sagen, okay, boah, ich mache jetzt erstmal Urlaub. Klingt zunächst verlockend, ne? Und ich gucke jetzt erstmal alle Staffeln Game of Thrones und sowas, und das ist ja auch verständlich, genau. Ein Stück weit, wenn man davor das ganze Leben lang durch sein Leben gehetzt ist und von Job zu Job gerannt ist. Aber dann beginnen Leute zu fragen, Mensch, jetzt
ist mir eigentlich langweilig. Was mache ich denn? Und ich mache vielleicht erstmal Musik oder mache ein bisschen Kunst und mache ein bisschen Selbstverwirklichung. Ohne Druck eben, ne? Ohne Druck. Aber dann beginnen eigentlich viele entweder soziale Sachen zu machen, ehrenamtliche Tätigkeiten aufzunehmen oder einfach tatsächlich auch wieder einen Job zu suchen oder eine eigene Existenz aufzubauen. Ja, aber und diese, ich glaube auch, ich glaube auch, dass man dann wirklich sich auf das konzentriert, was man auch am liebsten macht und damit auch in dieser Sache auch sehr gut ist. Ja. Ja, also auch seine Talente wirklich dann auch ausschöpft. Aber da kommen wir zu einem Problem, was auch immer wieder dann zu Recht, glaube ich, auch erwähnt wird. Das ist dann eben, wer macht denn die Aufgaben und die Jobs, die eben nicht so toll sind, aber die trotzdem gemacht werden müssen in dieser Gesellschaft. Die müssen dann besser bezahlt werden. Also ich meine, sowas wie Klos putzen oder Schuhe einsortieren in Regale, das wird dann auf jeden Fall, bekommt einen höheren Preis dann, ne? Es wird natürlich, werden weniger Leute machen wollen. Im Moment lösen wir das Problem, dass diese Arbeiten unangenehm sind, dadurch, dass wir Leute dazu zwingen. Einfach weil sie sonst kein Geld bekommen und sonst ein elendes Leben führen und dann immerhin gerade so den Lebensstandard bekommen, von dem man leben kann. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr, sehr Fragwürdiges. Wenn aber jeder genügend Geld hätte zum Überleben, würden diese Jobs wahrscheinlich nicht mehr so nachgefragt werden. Das heißt, als Arbeitgeber habe ich entweder die Wahl, ich zahle eben mehr Geld, was ja auch den realen Kosten entspricht, weil diese Arbeiten ja unangenehm sind, oder ich versuche einfach, das so anzulegen, dass diese Arbeiten vermieden werden. Also beispielsweise könnte ich ja entweder Maschinen bezahlen oder Automatisierung machen oder einfach die Arbeit so organisieren, dass das einfach diese Arbeit weniger anfällt. Glaube ich das auch, dass man, wenn eben jetzt zum Beispiel die unangenehme Arbeit, wie zum Beispiel Kloputzen, ne, als klassisches Beispiel, wenn das eben teurer wird von der Bezahlung her, wird es auch kein Problem mehr sein, dafür einen Roboter herzustellen, weil das ist ja nicht so komplex, die Arbeit, da kann man auf jeden Fall eine Maschine einsetzen dafür. Und ich glaube, wenn eben der Bedarf da ist und die Arbeitskraft so viel Geld kostet, dann ist auch Geld dafür so eine Maschine. Also so weit sind wir auf jeden Fall schon. Von daher sehe ich das auch nicht als ganz großes Problem an. Problem ist vielleicht aber eher, Das Irre ist ja auch, also ich habe auch neulich etwas, was leider nicht ins Buch eingeflossen ist, weil ich es erst später gelernt habe, ist, dass die industrielle Revolution tatsächlich im Wesentlichen durch Reichtum entstanden ist. So, dort, wo die ersten Maschinen entwickelt wurden, also in England, da diese Spinning Jenny und diese ersten Dampfmaschinen, das ist zu einer Zeit entstanden, als das Lohnniveau in England sehr, sehr, sehr hoch war. Mhm. Und Leute deswegen, die sich gedacht haben, in der Weberei zu arbeiten, das mache ich lieber nicht. Und dann mit einmal, da die Arbeitgeber in der Situation waren, dass sie... Da war der Anreiz gesetzt, daran zu investieren. Mhm. Und auf diese Weise sind enorme Effizienzgewinne entstanden. Ja. Also, wenn es diesen Reichtum nicht gegeben hätte, dann hätten wir... ein Reichtum von heute nicht. Vielleicht ist es bei dem Grundeinkommen genauso. Ich meine, was für Investitionen werden plötzlich in arbeitsvermeidende Sachen werden lohnenswert, wenn Arbeit mit einmal teurer wird, weil nicht jeder Dinge tun muss, auf die er keine Lust hat. Ach, darum übrigens abgesehen, bei dem Grundeinkommen kommt es auch ein bisschen darauf an, wie man das aufsetzt. Also einige Grundeinkommensmodelle schlagen ja vor, das über die Lohn- und Arbeitssteuer oder Mehrwertsteuer zu machen. Dem Vorschlag, den ich habe, zu sagen, wir machen das einfach über die Geldschöpfung. Wir bringen einfach das Geld durch das Helikoptergeld ins Spiel und machen auf diese Weise, finanzieren letztlich das Grundeinkommen dadurch, dass hohe Vermögen durch den negativen Zins weniger werden, das ist ja letztlich die Finanzierung, würde ja auch bedeuten, dass wir einige Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder die Lohnsteuer, abschaffen könnten. Auf diese Weise würden natürlich einige andere Arbeiten auch wiederum günstiger werden. Wollte ich nur nochmal so eingeworfen haben. Okay, interessant. Also das ist auf jeden Fall handelbar, diese Problematik. Allerdings sehe ich schon ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt ein Grundeinkommen einführen würden in Deutschland. Wie hoch könnte das sein ungefähr? Was wäre so dein Vorschlag? Ich würde einfach mal 1.000 Euro sagen, weil ich von 1.000 Euro gerade bedingungsloses lebe, Grundeinkommen. Okay. Letztlich ist das verhandelbar. Es sollte schon so sein, dass die Existenzminimum gedeckt ist, aber es sollte jetzt auch natürlich nicht so sein, dass da jeder wie eine totale Made im Speck leben soll, weil ja schon noch der Anreiz da sein soll, mehr zu machen um Geld zu verdienen. Also, aber wäre es, wenn es jetzt nur in Deutschland wäre, wäre es schon ein Problem, denke ich, was jetzt die Zuwanderung angeht. Jetzt aus anderen europäischen Ländern wäre es ja kein Problem, nach Deutschland zu kommen. Also müsste das eher europäisch geregelt werden? Das wäre natürlich schön, wenn jedes Land das einfügen würde. Ich denke, das wäre ausprobieren. Das finde ich auch mal eine ganz schwierige Frage, ganz ehrlich. So, ich meine,
Ich meine, wir haben jetzt schon, also ich persönlich bin der Ansicht, dass viele Flüchtlinge eigentlich gar nicht so gern kommen. So eigentlich, wenn du migrierst, dann gehst du jetzt sehr hohe Kosten ein. Also nicht nur, weil es kostet, von A nach B zu kommen, sondern auch, weil du dein ganzes Leben aufgibst, deine Angehörigen, deine Familie hinter dir lässt. Eigentlich möchte nicht jeder woanders hin. Und aus wirtschaftlichen Gründen woanders hinzugehen, so ich meine, für 1000 Euro im Monat, so, das ist jetzt auch kein Luxusleben, sondern das ist ja auch nur wirklich das gerade über ein gutes Stückchen über dem Existenzminimum. Gut, so. Weil man vielleicht die Lebenshaltungskosten nicht kennt. Ne? Also 1000 Euro klingt vielleicht viel zunächst, aber in Anbetracht der Lebenshaltungskosten relativiert sich dann nochmal. Deswegen, also wenn wir wirklich, wenn man der Meinung ist, dass das Migration ein Problem ist, dann würde ich jetzt das vielleicht nicht dadurch lösen, das Leben hier noch unattraktiver zu machen, sondern eher zu fragen, okay, warum wollen die Leute weg? Mhm. Wenn man jetzt gerade so fragt, im Nahen Osten beispielsweise, warum wollen die Leute da weg? Na, vielleicht, weil wir da bekloppte Kriege führen und da uns deren Ressourcen unter den Nagel reißen. Also ich meine, ich denke, da sollten wir erst vor unsere eigenen Haustür kehren, bevor wir fragen, warum diese Probleme entstehen, und statt es den Leuten hier noch ungemütlicher zu machen, die hierher kommen, weil sie einfach wirklich in einer Notsituation sind. Also ich glaube nicht, dass das Grundeinkommen damit steht und fällt. Okay. Jetzt habe ich gehört, dass dein Buch auch schon an die Kanzlerin geschickt worden ist. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Da knüpft doch meine Frage an. Nimm mal an, Bundeskanzler ist Stefan Mehkäfer. Was würde er denn als erstes verändern? Wow. Also diese Geldordnung, die jetzt ist, die ist ja nicht ganz so einfach mehr veränderbar, weil die ja über die EZB läuft. Deswegen, da ist meine Helikoptergeld-Grundeinkommensversion einzuführen. Ich weiß nicht, ob das über die Bundesbank möglich wäre, die ja auch nicht unter die Jurisdiktion der Regierung fällt. Sheesh. Also ich glaube, das ist, wovon fange ich an? Ich glaube, was wirklich eine Schlüsselgeschichte, wo ich, glaube ich, zuerst hingehen würde, ist schon das Grundeinkommen. Mhm. Denn ich denke, das Grundeinkommen würde so viel verändern von, es ist eine Schlüsseltechnologie, weil es das grundsätzliche Lebensgefühl verändern würde. Leute würden wahrscheinlich anders an ihre Arbeit, an ihr Leben rangehen. Und viele soziale Probleme der Polarisierung würden gelöst werden. Also ich würd mir da einiges von versprechen. Aber das wäre nicht das Einzige. Andere Geschichte wäre, ich würde wirklich versuchen zu unterstützen, die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Also im Moment zum Beispiel gibt es ja sehr hohe Subventionen für fossile Energieträger. Also ich habe neulich die Zahl gelesen, dass vom IWF die Zahl, dass pro Jahr weltweit, pro Minute weltweit fossile Energien mit 10 Millionen Euro subventioniert werden. Also 10 Millionen Euro pro Minute fließen an Subventionen in nicht erneuerbare Energien. Die könnte man erstmal zum Beispiel ersatzlos streichen und damit zum Beispiel das Grundeinkommen etwas finanzierbarer gestalten. Und dann wiederum wirklich versuchen, wie kriegen wir eine Wirtschaft hin, die in Kreisläufen funktioniert und die auch enkelkindertauglich ist. Und so, dass wir noch lange davon etwas haben. Und das ist nicht so schwer, denn diese ganzen Technologien sind alle schon vorhanden. Sie lohnen sich einfach nur gerade noch nicht. Sie sind teuer, sie brauchen eine Anschubfinanzierung, sie können nicht konkurrieren mit den hochsubventionierten alten Geschäftsmodellen. Ich glaube, es wäre nicht so schwierig, die Wirtschaft wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig umzugestalten. Also zum Beispiel, gerade bei erneuerbaren Energien, ich habe das auch neulich erst gelernt, das ist absurd. Es gibt es gibt den Plan, ja, bis, oh Gott, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, ich glaube 2030 sollen 20-30% der Energien aus erneuerbaren Quellen bezogen werden. Und dadurch, dass die so effizient sind und so gut funktionieren, waren wir kurz davor, oder stehen wir kurz davor, dieses Ziel zu überschreiten.
Und dann, anstatt zu sagen, ja cool, dann machen wir eben 50-70% aus erneuerbaren Energien, hat dann die Regierung gesagt, ja nee, dann lieber nicht, das reicht dann. Also dann, so, ich meine, das ist doch absurd. So, wir könnten viel nachhaltiger sein und alternative Verpackungsmethoden machen, Leuten helfen, mehr Gemüse anzubauen oder aufs Land zu ziehen, so, oder alternative Lebensmodelle unterstützen. Das wäre etwas, was absolut möglich ist. Okay. Gut. Ob es jetzt politisch machbar ist. Ja. Ob ich dann mit diesem Programm jetzt Bundeskanzler werden würde. Das klingt schon mal recht gut. Weiß ich jetzt nicht. Die Chancen sind ja vielleicht da irgendwann. Kann man vielleicht deinen Lösungsvorschlag aus dem Buch relativ kurz und knapp zusammenfassen? Ja. Versuch's. Ich probier's. Ein Grundeinkommen einzuführen, was durch Ressourcen gedeckt ist und was negativ verzinst ist. Das hat den Vorteil, dass im Moment ist ja Geld, wie gesagt, systematisch knapp und es ist nicht genügend Geld da, um alle Schulden zu bezahlen. Und mit einem Mal, wenn dieses Grundeinkommen durch die Geldschöpfung entsteht, ist mit einem Mal genug Geld da, dass einfach eben alle Schulden beglichen werden können. Also mit einem, so, im Moment ist Geld systematisch knapp und mit einem Mal ist dann plötzlich genug da, dass zum einen alle davon leben können und zum anderen alle die Dinge, die wir kollektiv sinnvoll finden, wie zum Beispiel Schulen und Universitäten und Krankenhäuser, mit einmal können wir die finanzieren, nicht darauf hin, wie viel Geld sie abwerfen werden, sondern so viel, wie viel Nutzen sie bringen. Mhm. So können wir das, so kann man das kurz zusammenfassen. Mit einmal, mit anderen Worten, mit einmal ist diese systematische Knappheit, die gerade da ist und immer zu weiterer Kommerzialisierung antreibt, ist dann aufgehoben. Okay. Finanziert durch den Negativzins. Ja. Okay. Ich glaube, man kann ein schönes Bild wählen. So, wenn man sich das Geldsystem wie einen Wasserkreislauf vorstellt. So, im Moment ist es ja so, also der Wasserkreislauf in der Natur funktioniert ja so. Wasser regnet ab und sammelt sich in Flüssen und Bächen und dann irgendwann im Meer und verdunstet dort. Und dann bildet es Wolken und geht wieder ins Landesinnere und regnet dort ab über den Bäumen, die Luft abkühlen, sodass es kondensiert. Auf diese Weise gibt es einen Kreislauf. Ja. Im Moment ist unser Geldsystem so, dass Geld sich dort sammelt, wo viel ist. Also es ist wie in gewissem Maße ein Wasser, was nicht verdunstet, sondern tatsächlich immer sich noch mehr sammelt, wo bereits viel ist. Ja. Und um dieser daraufhin folgenden Dürre, die sich dann aus der Polarisierung ergibt, entgegenzuwirken, haben wir ein ganz ausgefeiltes System aus Bewässerung und Steuern und Umverteilungen und Ähnlichem, was natürlich sehr, sehr aufwendig ist und etwas ineffizient ist. Man muss jeden einzelnen Euro verwalten, wo dann auftaucht. Und dann fragt man sich schon, warum machen wir das nicht einfach wie in der Natur und sagen einfach, wir lassen das Geld dort, wo viel ist, verdunsten durch einen negativen Zins und lassen ihn über der Allgemeinheit abregeln. Ja, ja, ja. Das klingt nachvollziehbar, ja. Ja, es gibt da diesen schönen Satz aus dem Neuen Testament, der Herr lässt es regnen über den Gerechten und den Ungerechten zugleich. Warum machen wir das nicht auch so und lassen es einfach über allen regnen, den Profitablen und den Unprofitablen? Kann ja gesellschaftlich gesehen vielleicht ein großer Gewinn sein. Ja, okay. Also ein wichtiges Element ist der Negativzins und ich glaube, was natürlich immer das Problem vielleicht ist beim Negativzins ist, die Flucht ins Bargeld. Ne? Das heißt, aus meiner Sicht kommt dieser Idee die Abschaffung von Bargeld entgegen. Ist das so? Man kann das machen. Wenn man möchte, wäre das ein Anlass, Bargeld abzuschaffen. Ich denke, ein Hintergrund, warum gerade die Abschaffung des Bargeldes fokussiert wird, ist ja gerade, weil vielen Ökonomen und Bankiers diese Notwendigkeit von dem negativen Zins langsam aufgeht, aber sie nicht die Idee dieses Grundeinkommens haben. So, das Problem an dem Bargeld ist ja, dass du das nicht negativ oder nicht ohne weiteres negativ verzinsen kannst und auf diese Weise natürlich alle Leute den Anreiz haben, ihr ganzes Bankguthaben abzuheben und in Bargeld zu investieren. Ja. Nun bin ich persönlich schon ein Fan von Bargeld, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich es total praktisch finde, zum anderen, weil
wenn natürlich alles Geld nur noch über Bankguthaben fließt, ist natürlich jeglicher Zahlungsverkehr komplett einsehbar durch NSA und Konsorten und geht dann alles über irgendwelche Schreibtische. Das ist natürlich etwas, was jetzt, was man nicht, was, was, also was ich persönlich sehr, sehr unsympathisch finde. Es gibt da ein schönes Buch von Norbert Hering zu dem Thema. Aber ich persönlich bin der Ansicht, dass man das eigentlich gar nicht bräuchte, das Bargeld abzuschaffen. Denn ich meine, was ist der Sinn von dem negativen Zins? Der Sinn von dem Zins ist, Leute dazu vergeben, neue Kredite zu vergeben. Beziehungsweise Sinn ist, das Geld wieder zum Fließen zu bekommen. Ja. Und durch das Grundeinkommen ist ja eigentlich genau das getan. So, ich meine, ich denke, die Leute, die jetzt für die Abschaffung des Bargelds wegen des negativen Zinses plädieren, haben oft, ja, denken das nicht zusammen mit dem Grundeinkommen. Denn das Grundeinkommen würde ja den Losen leben, eben weil auf diese Weise das Geld ja sowieso schon umverteilt würde. Mit anderen Worten, was würde passieren, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und in Bargeld investiere? Naja, es würde mir auch nichts helfen. Es ist ein bisschen wie wenn ich einen Kredit zu 0% vergebe. Ich hatte dann ganz viel Bargeld, aber habe ja ein Risiko dadurch, dass ich dieses Bargeld halte. So. Dadurch ist mir auch nichts gewonnen. Also man könnte es auch ebenso denken, dass das Bankguthaben, dass es auf diese Weise eben kein Geld, auf Bargeld keinen negativen Zins zahle und dadurch eine Art Risiko, ja, für das Risiko der Bargeldhaltung Geld habe. Oder man kann auch so denken, dass es eben für die Dienstleistungen der Bank, dass die mein Geld verwaltet oder dieses Bankguthaben eben hat, was ja viel praktischer auch ist, eine Gebühr bezahle. Aber im Moment ist es ja so, dass irgendwie Bargeld 1% des Geldes ausmacht oder noch weniger. Und dass jetzt mit einmal alle Leute ihr ganzes Geld abheben würden und aus dem Geldkreislauf ziehen würden und Bargeld hatten, also ich halte das für ehrlich gesagt nicht so die große Sorge. Es ist wirklich nur eine Sorge, wenn man eben keine andere Möglichkeit hat, Geld in Umlauf zu bringen. Okay, also Bargeld und Negativzins, das schließt sich also nicht aus, deiner Meinung? Nur wenn man es ohne Grundeinkommen denkt. Okay. Also im Moment ist das Problem, wenn ich jetzt Geld in großen Mengen aus dem Wirtschaftskreislauf ziehe und in meinen Tresor mache, dann ist im Moment ein Problem, weil ja eben nicht genug Geld da ist. Und auf diese Weise dieses Geld, was gut haben müssen, was ja auch Schulden begleichen könnte, nicht mehr vorhanden ist. Und auf diese Weise ist es im Moment ein Riesenproblem, wenn ich Geld aus dem Wirtschaftskreislauf ziehe. Wenn es aber ein Grundeinkommen gibt und sowieso stetig neues Geld reinfließt, dann ist es ja völlig egal. Also wenn ich jetzt mit einmal ganz viel Geld in meinen Tresor mache und das irgendwie toll finde, dann habe ich es halt gemacht, aber es stört ja auch eigentlich keinen. Okay. Es fehlt dann nicht irgendwo. Es fehlt nicht. Oder? Und auf der anderen Seite ist es ja für mich aber auch kein Gewinn. Ich meine, es ist einfach unproduktives Kapital. Es liegt einfach in meinem Tresor und macht nichts. Aber was habe ich davon? Also so, kannst du machen, aber stört ja auch keinen. Deswegen in der jetzigen Situation mit dem Negativzins wäre es ein richtiges Problem, aber mit dem Grundeinkommen zusammen wäre es kein Problem. Okay, jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört aus dem Buch. Ich denke, für die Details ist am besten, das Buch auch zu lesen. Das ist auch klar. noch eine Frage jetzt vielleicht zum Schluss oder noch ein paar Fragen zum Schluss. Wie legst du eigentlich selbst privat dein Geld an? Betreibst du irgendeine Form von klassischer Altersvorsorge? Stichwort Riester eventuell? Oder sagst du, das ganze System, das brauche ich nicht? Also ich habe schon die Erwartung, dass ich in den nächsten Jahren doch einiges verändern wird in der Finanzwelt. Deswegen, also ich meine, ich bin sowieso. Nächste Jahre genauer? Boah, da lege ich mich nicht fest. Aber ich bin sowieso so noch jung, dass ich mir denke, okay, was passiert in 40 Jahren, wenn das für mich relevant ist? Deswegen mache ich mir da auch ganz ehrlich keine Gedanken. Aber auch dennoch. Und außerdem habe ich auch gar nicht so viel Geld, was ich gerade anlegen kann. Aber selbst wenn ich es täte, würde ich auch nicht das in. Würde ich es nicht investieren, um noch mehr Geld zu bekommen, also nicht in Anlagen und Anleihen und Aktien und ähnliche Sachen zu machen, die ja letztlich Form des Zinses sind und auf diese Weise weitere Kommerzialisierung notwendig machen, sondern ich würde einfach mich fragen, so okay, wenn ich sowieso nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, wenn es sowieso so unsicher ist wie heute,
wenn alle Stricke reißen, was ist das, was wirklich wertvoll ist? Und das ist, denke ich, die Leute um mich herum. Das ist meine Gemeinschaft und das ist natürlich auch das Land um mich herum. So, ich meine, letztlich sind wir doch biologische Wesen, die in einem Ökosystem sind, von dem sie abhängig sind. Deswegen ich auch meine, letztlich das Geld, was ich habe, investiert habe in unser Hausprojekt. Ich wohne ja mit 11 Leuten zusammen in einem großen alten Gasthaus auf dem Land und wir haben da 1 Hektar Land und wir haben dort Bäume gepflanzt und Büsche und ja, alle letztlich andere Dinge, die zwar ein bisschen langsamer wachsen, aber langfristig sehr, sehr hohe Erträge geben. Und das ist für mich eigentlich meine Altersvorsorge. Ja. So, also könnt ihr euch rundum versorgen dann? Oder braucht ihr noch mittelfristig das eine schon, oder andere? Mittelfristig, ja? Also wir machen das erst seit einem Jahr. So, also ganz so schnell geht's. Ist das Ziel dann? Ja, also was wir im Moment machen, ist natürlich so kurzfristige Dinge auch. Also wir haben jetzt auch normal Gemüse und Kartoffeln und Mangold und weiß der Kuckuck. Aber mittelfristig ist es schon so. Es gibt da so viele Pflanzen, man. Alles, was man eigentlich braucht, so von Essen bis Bambussprossen bis Baumaterial, auch Bambus oder Färbematerial oder Medizin, so man kann so vieles davon relativ einfach selber herstellen und viele Pflanzen sind dankbar. Wenn man die einmal gepflanzt hat, dann kann man die einfach stehen lassen und jahrelang beernten. Das ist letztlich meine Form der Altersvorsorge. Deswegen, ich denke mir, die Leute um mich herum, alles was ich denen gebe oder was wir jetzt gemeinsam aufbauen, das ist alles sicherer als alle Scheine unterm Kopfkissen oder alle Riester-Renten oder alle Dinge, die ich machen kann. Also deswegen, wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich genau das machen. Ich würde mehr Land kaufen und zu Almenten machen und zu Gemeinschaftsgärten machen und so, dass es da Leute sind, die Dinge damit tun, von denen sie und ich profitieren. Ich halte das für sicherer als alle Papiere. Ist das auch jetzt im Zusammenhang? Schöner als alle Papiere. Ja, okay. Im Zusammenhang mit deinem Waldgarten? Projekt, das jetzt das starten das. Soll, ja? Das ist das. Ja, und wie genau sieht dieses Projekt jetzt aus? Also es sind zwei Sachen. So zum einen ist es unser Haus, so, also wir wohnen da zusammen und haben ein altes Gasthaus, wie gesagt, gekauft, was wir Schritt für Schritt renovieren, was den Vorteil hat, dass wir dort alle relativ wenig Miete zahlen, um ein relativ doch ziemlich großes Haus gemeinsam zu haben. Und irgendwann gehört uns das dann auch vollständig und dann ist es abbezahlt und dann zahlen wir da praktisch überhaupt keine Miete, schon in relativ kurzer Zeit, weil es einfach nicht viel Geld gekostet hat. Das ist ein Teil, aber der andere Teil dieser Waldgarten ist die Idee, so wenn man, da muss ich es auch mal kurz ausholen, wenn man ein Stück Land in Ruhe lässt, dann wachsen dort ja mit der Zeit Bäume und wird das irgendwann zu einem Wald. Im Umkehrschluss bedeutet das, je weiter ein Stück Land von diesem Gleichgewichtszustand des Waldes entfernt ist, desto mehr Energie muss man zufügen. Beispielsweise ein junger Wald muss man regelmäßig die Bäume fällen und muss ihn regelmäßig verjüngen. Bei einer Wiese muss man regelmäßig mähen oder Schafe drüber jagen und bei einem Acker muss man eben ackern. Mhm. Also je weiter man von diesem Naturzustand weggeht, desto mehr muss ich arbeiten, damit er das tut, was er machen soll. So, deswegen ist die Überlegung, wie wäre das einfach, wenn man versucht, das Ökosystem so anzulegen und mit nützlichen Bäumen und Büschen zu füllen, dass es nah ist an diesem Gleichgewichtszustand. Ja. Und auf diese Weise, ich habe eben einige von diesen Gärten schon gesehen und da gibt es dann, die sind halt gewissermaßen dreidimensional. Es gibt dort sehr hohe Bäume, wie zum Beispiel Erlen, die schnell hochwachsen und Sonnenenergie bündeln und damit mit Bakterien Symbiosen eingehen, wodurch sie Stickstoff binden, also und auf diese Weise umliegende Pflanzen düngen. Dann gibt es Obst- und Nussbäume, die auch groß sind, aber nicht ganz so groß, dass man die beernten kann, die dazwischen wachsen und ebenfalls letztlich die Nahrung von diesen den Stickstoff von den Erlen nehmen und eben die Sonne in Lebensmittel konvertieren. Und dazwischen gibt es wiederum Platz für Büsche und Bambus oder ähnliche Gemüsepflanzen. Und auf diese Weise designt man dieses System einmal und hegt es natürlich auch ein bisschen, aber dann bietet es einfach ein Grundeinkommen was in allen nötigen Dingen, die man braucht. Ja, und wo kann man das lernen? Also
Es gibt zum Beispiel die Permakulturakademie, die Kurse dafür anbietet. Es gibt viele Bücher. Ich habe ganz viele Sachen im Internet. Also ich bin auch ein Leseratte natürlich. Ich habe mir einfach viele Bücher dazu gelesen und probiere einfach selber ein bisschen aus. Aber man kann dazu auch Kurse machen und die werden auch angeboten. So. Also man, es ist kein Hexenwerk letztlich. Es ist ein Gärtner, ein bisschen ausgefeilter. Mhm. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn man nicht eben dieses permanente Ackern und Arbeiten hat, was viele Leute so am und dieses Kümmern hat, was viele Leute am Gärtner nicht so gerne mögen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar machen wir jetzt eine Zeitreise in 50 Jahren. Wie sieht unsere Welt oder unser Zusammenleben, unser Wirtschaftssystem, deiner Meinung dann aus? Schöner. Schöner? So wie in deinem Buch beschrieben? Boah, ich will ja nicht so tun, als ob dieser Entwurf und diese Möglichkeit die einzige ist. So, also, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, wir haben gerade ein Wirtschaftssystem, aber auch letztlich eine Zivilisation aufgebaut, die sich als unterschiedlich von der Natur empfindet, die sagt, wir sind anders und Natur ist etwas, was etwas unbelebt oder sogar feindlich ist und was verbessert, kultiviert und ja, wo wir auch das Recht und die Macht haben, ihr Herr und Herrscher zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was sich gerade ganz, ganz stark verändert. Wir beginnen langsam uns als Teil von dem Ökosystem, Teil von der Erde zu begreifen und diese Symbiose anzuerkennen und zu vollziehen, bietet unglaubliche Möglichkeiten. Also die spannendsten Techniken von heute sind meines Erachtens jetzt, na klar, ich meine, ich bin auch Fan von meinem Smartphone und so, das ist alles ganz toll und so, aber es gibt so fantastische Möglichkeiten, die sich aus dieser Erkenntnis rausnähern. Es gibt zum Beispiel, ich bin Fan von Paul Stamets, das ist ein amerikanischer Pilzforscher, der Pilze gefunden hat, die Altöl fressen. Mhm. Und die musste er gar keine Genetic Engineering betreiben, sondern das ist einfach ein Austernpilz, der verseuchte Landschaften, wo der einfach die Sporen aussät und dann werden diese gereinigt von dem Öl und daraus entstehen Pilze, die wiederum gefressen werden von anderen Tieren und Sporen, die wiederum von Vögeln gegessen werden. Also mit einmal setzt eine Regeneration dieser Ökosysteme in Gang. Ich denke, das ist etwas, wo wir wirklich völlig am Beginn von riesigen Möglichkeiten stehen. Mhm. Also wenn wir versuchen, mit der Natur zusammenzuarbeiten, ich glaube, die Welt wird deutlich grüner und deutlich schöner und deutlich mehr im Überfluss sein. Also wir erleben uns heute manchmal als auf der Spitze des Reichtums und als auf der Spitze der Zivilisation, aber ich glaube, in mancher Hinsicht sind wir gerade auf einem Tiefpunkt und da gibt es, glaube ich, unglaubliche Möglichkeiten. Okay. Soll ich das noch konkretisieren? Nee, das war wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan Mehlkäfer. Danke. Alles Gute. So, okay.